Hey Leute, der Sturm geht weiter. Cornelius könnte den Fürstenhof bald verlassen, doch nicht um irgendwo ein neues Leben anzufangen, ganz im Gegenteil. Also dranbleiben und los geht's, zu einem neuen Format. Müssen wir uns bald schon von Cornelius gespielt von Christoph Mori verabschieden? Als er in Folge 3554 in den Fürstenhof kam, schien sein Schicksal aussichtslos, bis vor kurzem. Doch nun ist er wieder am Anfang, aber das stimmt nicht. Denn Cornelius weiß jetzt, wer für seine Lage verantwortlich ist, Erik Vogt. Er hätte wieder wie ein normaler Mensch leben können, doch da hat Erik ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Beweise gegen Erik hat er jetzt keine mehr. Ein Jammer, oder etwa nicht? Jein, denn er hat zwar gegen Erik keine Beweise mehr, aber dafür etwas anderes, viel Besseres. Er hat wieder seine Familie und dazu gehört, dass er wieder mit Selina zusammen ist, doch wird sie mit ihm auch zusammenbleiben? Oder liebt sie Christoph etwa doch noch zu stark? Obwohl Christoph für sie alles aufgegeben hätte, hat sich Selina dennoch für Cornelius entschieden. Ob Christoph das verkraften wird oder leitet es ihn, ähnlich wie Ariane, nur zu einem erbitterten, tiefen Hass? Eines steht auf jeden Fall fest: Christoph wird Selina nicht kampflos aufgeben, besonders nicht, wenn er noch einen Trumpf im Sack hat. Cornelius könnte jederzeit enttarnt werden, es ist nur eine Frage der Zeit. Oder eine Frage des Hasses. Jeder spielt im Leben mit, die Frage ist nur, wann man verliert. Man kann dieses Spiel sogar etwas manipulieren. Doch das sollte man besser nicht, wenn jemand, der nicht dein Feind ist, dabei zusieht. Was hier genau gemeint ist und vieles mehr im heutigen Vorschauvideo oder jetzt hier oben oder unten in der Videobeschreibung, einfach klicken. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.